Yo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo über GTA Online. Und zwar hat Rockstar vor ein paar Tagen einen sehr, sehr nicen Post rausgehauen. Und zwar haben sie uns mitgeteilt, dass GTA Online bald Updates bekommen werden. Wie geil ist das denn? Und zwar steht in ihrem Post drin, dass wir einen Sommer- und Winter-DLC bekommen werden. Zum Winter-DLC kommen wir noch gleich. Erstmal beschäftigen wir uns mit dem Sommer-DLC. Das Sommer-DLC, dazu haben sie auch schon ein Foto gepostet. Und zwar sieht man hier einfach einen schicken neuen Sport beziehungsweise Supersportwagen. Wenn man ein bisschen ranzoomt, könnte man erkennen, dass es die Marke Lampardati ist. Also geht schon eher Richtung Supersportwagen. Es ist nämlich der erste Supersportwagen dieser Reihe. Und zwar, wenn man den Vergleich in Realität schaut, könnte man erkennen, dass es der De Tomaso P72 ist. Es ist ein Name, den ich vorher noch nie gehört habe. Das Auto habe ich auch noch nie gesehen, aber es sieht verdammt teuer aus. Und einfach geil, Leute. Also wirklich, das Design vom Auto sieht auf jeden Fall sehr schnieke aus, kann man nicht anders sagen. Und ja, mehr Informationen zum Auto selbst gibt es natürlich jetzt eher weniger. Man geht davon aus, dass das Auto auf jeden Fall seine 2 Millionen Dollar kosten wird. Ich meine, das ist ja schon mittlerweile Standard in GTA, dass auch eine Limo-Dose 2 Millionen kostet. Aber gut, was kann man denen hier sonst noch sagen? Also das Auto wird wahrscheinlich hier einfach im Sommer-DLC erscheinen. Aber was kann man denn noch zu diesem Sommer-DLC sagen? Das Sommer-DLC wird in den nächsten Wochen erscheinen, denn es steht, wie Rockstar sagt, schon in den Startlöchern. Das bedeutet, wir müssen nur noch 2 bis 3 Wochen warten, dann haben wir schon das neue DLC. Also muss dazu sagen, zu den Sommer-DLC gibt es jetzt noch nicht ganz so viele Informationen. Rockstar sagt nur, es gibt einen Mix aus 9 Inhalten und 9 Aktivitäten. Das könnte eigentlich so ziemlich alles sein in GTA Online, aber hey, ne, erstmal ganz cool bleiben. Denn das Sommer-DLC ist auch so gesehen nur das kleinere DLC. Warum nur das kleinere DLC? Ja, weil sie einfach geschrieben haben, es kommt noch ein größeres Update in GTA Online, und zwar das Winter-DLC. Wir nennen es einfach mal Sommer- und Winter-DLC. Denn Rockstar Games hat geschrieben, dass wir uns später diesen Jahres auf ein größeres Update freuen können. Und darunter auch neue Erweiterungen bestehen können und bislang auch das größte Update in GTA Online kommen wird. Ja, das klingt erstmal richtig geil, vor einem Ersatz, einen neuen Raubüberfall in einer kompletten neuen Schauplatz. Was heißt das jetzt hier genau? Also, neuen Heist, vielleicht nicht nur einen Heist, sondern vielleicht auch mehrere Heist, wäre auf jeden Fall zu wünschen übrig, aber das Wort neuer Schauplatz gibt viele Fragen auf. Neuer Schauplatz könnte heißen, dass wir einfach eine neue Bank haben, die wir ausrauben können, aber neuer Schauplatz könnte auch wiederum heißen, dass wir die lang ersehnte Map-Erweiterung eventuell doch bekommen könnten. Aber das ist jetzt natürlich alles hier nur Spekulation, denn Rockstar Games hat dazu einfach nicht mehr geschrieben, einfach nur das. Aber das reicht ja schon, um auch ein bisschen happy zu machen. Denn in den letzten Monaten war es tatsächlich ein bisschen mau in GTA Online. Ja, Corona hat da auch gut geholfen, würde ich sagen. Deswegen sind wir mal gespannt, was dann rauskommen wird. Also ich gehe davon aus, dass das Sommer-DLC auf jeden Fall billiger sein wird als das Winter-DLC. Denn das Winter-DLC soll ja das bislang größte Update in GTA Online sein. Und ich bin mal echt gespannt, ob das wirklich so sein wird. Aber man kann sich jetzt auch nicht darunter vorstellen, was für ein Update das im Winter sein soll. Ist es jetzt das lang ersehnte Polizei-DLC oder Casino-Update 2.0? Denn nicht alle Geralt-Missionen sind aktuell verfügbar. Deswegen bin ich mal gespannt, was die jetzt hier uns liefern generell. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denn so denkt, was in Sommer-DLC so kommen wird, was ihr über das Winter-DLC denkt, ob es eine Map-Erweiterung gibt oder. Ihr seid, schaut einfach alles in die Kommentare. Aber zu weiteren Informationen, diesen DLC werde ich natürlich euch am Laufenden halten, sobald Rockstar Games wieder neue Sachen postet. Deswegen Leute, wenn euch dieses kleine Informationsvideo über das neue Update gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Like fürs Video da lassen würdet. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Bombard. Ciao.